Herzlichen Glückwunsch. Du bist also Millionär. Ja, weil du es dir leisten kannst, dieses Video anzusehen. Doch der Millionär, der hat es schwer, denn er ist ja kein Milliardär. Und ich hatte in meinem letzten Video ja schon erzählt, dass ich Milliardär bin. Zeitmilliardär. Denn ich habe unendlich viel freie Zeit. Also niemand auf der Welt wird mehr freie Zeit haben als ich. Natürlich brauche ich auch für bestimmte Dinge Zeit, aber das sind eher biologische Anforderungen, wie zum Beispiel Essen, Trinken, Schlafen, Zähne putzen und so. Gut, dafür gebe ich meine Zeit aus. Aber ansonsten habe ich null, wirklich null Verpflichtungen. Und ich frage mich, warum haben Leute immer so viele Verpflichtungen für irgendwas? Ach, das muss ich tun und das muss ich tun. Ja, ich muss überhaupt nichts tun, außer wie gesagt, diesen biologischen Dingen, die jeder Mensch tun muss. Aber ansonsten kann ich den ganzen Tag tun und lassen, wirklich hundertprozentig, was ich möchte. Und da bin ich niemandem und nichts gegenüber verpflichtet, irgendwas zu tun. Und selbst damals, als ich noch in der Bank war, als ich noch gearbeitet habe, da hatte ich auch fast unendlich viel Zeit. Da bin ich auch immer spazieren gegangen, bin irgendwo hingefahren, habe das getan, was ich wollte. Natürlich 8 Stunden am Tag musste ich irgendwie für andere Leute arbeiten. Es musste irgendwie Geld reinkommen, weil ich wiederum ja Dinge kaufen musste, wie Essen, Trinken und so weiter und so fort, Wohnen, Kleidung. Aber diese ganzen Verpflichtungen, die andere Leute immer haben, die haben sie sich doch selber zuzuschreiben. Ne? Da muss man doch wirklich sagen, das fällt ja nicht vom Himmel. Ne? Warum muss man das und das und jenes tun? Und da sage ich, ist es bei mir null, wirklich null. Und ja, das muss aber jeder selber wissen, was er macht. Das muss wirklich jeder selber wissen. Jeder ist da seines Glückes Schmied. Und ich sage immer, mach es so wie Nolte, der macht es so, wie er es wollte. Und ich bin so froh, wirklich so froh, dass ich tun und lassen kann, was ich möchte. Aber du bist immerhin Millionär, weil du die Zeit hast und dir die Zeit genommen hast, dir dieses Video hier anzusehen. Und ob du auch noch Zeit für andere Dinge hast, da denk mal selber drüber nach.